In der heutigen Episode zeige ich euch, wie ihr eure Replika DAX oder Monkey ganz günstig updaten könnt. Viel Spaß beim Angucken, wünscht euch der DAXTOI. Okay, dann legen wir doch auch gleich mal volle Kanne los mit meinen heutigen Ausführungen zu diesem interessanten Thema, wie ihr relativ günstig eure China DAX oder Monkey relativ preisgünstig updaten könnt. Fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 0. Ich nenne ihn absichtlich Nummer 0, denn das ist so eine Grundlage, die ich mal voraussetze. Und zwar ist Update Nummer 0 für mich, dass ihr überall das korrekte Drehmoment beachtet, die Schrauben auf korrektes Drehmoment anzieht. Also zum Beispiel bei den Motorschrauben, die in M6 gehalten sind, dass ihr da ein Drehmoment von 10 Newtonmeter dann verwendet, oder auch zum Beispiel bei den Radschrauben, mit denen die Felgensterne an die Felgenschüsseln bei der DAX dran geschraubt werden, die sind in M8 gehalten, verwendet da zum Beispiel ein Drehmoment von 25 Newtonmetern. Und Grundvoraussetzung, dass ihr das Drehmoment auch korrekt einhalten könnt, ist, besorgt euch einen gescheiten Drehmomentschlüssel. Spart also da nicht am Werkzeug, kauft euch dann zum Beispiel einen ganz genauen digitalen Drehmomentschlüssel, damit ihr die Schrauben aufs korrekte Anzugsmoment bringen könnt, und mit dem korrekten Anzugsdrehmoment, finde ich, seid ihr immer auf der richtigen Seite, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Sehr sexy. Dann kommen wir zum eigentlichen Tipp Nummer 1, und mein Tipp Nummer 1, der lautet: Besorgt euch eine gescheite Zündkerze. Schraubt also die standardmäßig verbaute China-Zündkerze gleich als ersten Arbeitsschritt raus und besorgt euch eine Markenzündkerze. Ich verwende zum Beispiel seit Jahren die Zündkerzen von NGK. Die Type, was ich hier verwende, könnt ihr auf diesem Bild dann sehen. Ich hatte also bei meinem ersten China-Bike die Erfahrung gemacht, es war relativ startunwillig, und allein der Tausch von der Zündkerze gegen ein Markenfabrikat hat da bereits dafür gesorgt, dass der Motor wesentlich startwilliger geworden ist. Also anstatt, dass ich vorher 10-mal hab kicken müssen, haben dann auf einmal eine oder sogar zwei Kicks auf den Kickstarter gereicht, um die Kiste zum Laufen zu bringen. Daher mein Tipp Nummer 1, besorgt euch eine gescheite Zündkerze. Tipp Nummer 2 geht dann in Richtung Bremsanlage. Da kann ich also nur empfehlen, macht hinten bei den Trommelbremsbelägen gescheite Bremsbeläge rein von Kitaco. Die gibt es also überall relativ preisgünstig zu erwerben. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn ihr dann solche Bremsbeläge verbaut habt. Und bei der vorderen Scheibenbremse macht dann da am besten auch Markenbremsbeläge rein. Die werdet ihr dann auch zum Beispiel bei der Auktionsplattform mit den 4 bunten Buchstaben relativ günstig finden. Aufpassen, es gibt verschiedene Bauarten von den Bremssätteln, also das müsst ihr beachten. Im Zweifelsfall fragt bei eurem Händler nach, wo ihr die Kiste gekauft habt, ob es da eben bessere Markenbremsbeläge für euer Bike gibt. Und das ist eben mein Tipp Nummer 2, macht euch gescheite Bremsbeläge rein. Nochmal ein Tipp, der in Richtung Bremsanlage geht, und zwar, das ist mein Tipp für euch, Tipp Nummer 3, macht euch vorne eine Stahlflex-Bremsleitung rein und tauscht in dem Zuge gleich als Bonusarbeit sozusagen die Bremsflüssigkeit gegen neue aus. Es hat sich also gezeigt, mit so einer Stahlflex-Bremsleitung lässt sich die vordere Scheibenbremse viel besser dosieren als bisher mit diesen Gummibremsschläuchen, die werksmäßig verbaut werden bei diesen Maschinen. Es kostet relativ wenig, bringt aber eine enorme Verbesserung, und deshalb mein Tipp Nummer 3, Stahlflex-Bremsleitungen vorne nachrüsten. Nicht minder unwichtig und mein Tipp Nummer 4 an dieser Stelle und auch nicht sehr teuer umzusetzen, das ist die Umrüstung auf eine Markenkette. Also in meinem Fall, ich verbaue an meinen Maschinen ganz gern die Regina Goldkette. Das ist eine sehr haltbare Kette, insgesamt qualitativ sehr hochwertig, die hält auch eine Zeit lang. Die lenkt sich auch nicht so stark wie die China-Kette, und von daher an dieser Stelle mein Tipp Nummer 4 für eure China, DAX oder Monkey, rüstet eine gescheite Markenkette nach. Jetzt kommt Tipp Nummer 5 an dieser Stelle, und da geht es schon ein wenig mehr ans Eingemachte. Das kann also nicht unbedingt jeder zu Hause mit seinen Haus- und Hofmitteln umsetzen, und zwar die Umrüstung auf gescheite Markenlager, und zwar in den vorderen und hinteren Radlagern oder Radsternen oder Radnarben, je nachdem, was ihr für ein Bike habt. Rüstet bitte an dieser Stelle ordentliche Kugellager in Industriequalität nach. Hersteller ist da zum Beispiel FAG oder SKF. Auch diese Lager sind für relativ günstiges Geld zu bekommen und stellen dann mitunter nicht unbedingt einen Nachteil da. Ganz im Gegenteil, ihr werdet feststellen, die rollen viel sauberer ab, die lassen sich viel leichter sogar von Hand durchdrehen. Es ist ein Update, was nicht viel Geld kostet. Es ist halt ein wenig blöd zu machen sozusagen, wenn man nicht die richtigen Werkzeuge dafür hat. Aber das ist an dieser Stelle Tipp Nummer 5 als Verbesserungsmaßnahme für euer China-Bike. Tipp Nummer 6 ist die Umrüstung von euren standardmäßigen Benzinschläuchen, die werkseitig verbaut sind, auf ordentliche Benzinschläuche, die es zum Beispiel dann im Industriebedarf zu kaufen gibt oder im technischen Handel. Ich habe also die Erfahrung gemacht, mit diesen standardmäßigen Benzinschläuchen, die da verbaut sind, die quellen ganz gerne innen drin auf, da geht nicht mehr genügend Sprit durch oder sie werden recht schnell porös. Sie haben eine besondere chemische Zusammensetzung, das merkt man also schon allein daran, wie diese standardmäßig verbauten Schläuche stinken. Es ist also auf gut
auf Deutsch gesagt nicht unbedingt das Haltbarste verbaut. Und deshalb mein Tipp Nummer 6 an dieser Stelle. Besorgt euch ordentliche Spritschläuche aus dem technischen Handel oder Industriebedarf und tauscht diese gegen die bisher verbauten Spritschläuche aus. Tipp Nummer 7 betrifft dann den Motor bzw. einen Betriebsstoff, der für den Motor notwendig ist, und zwar das Motoröl. Und an dieser Stelle dann mein Tipp Nummer 7, der da lautet: Besorgt euch gescheites Motoröl von einem namhaften Hersteller und tauscht das gegen dieses standardmäßig vorhandene, werkseitig eingefüllte Motorenöl aus. Auch an dieser Stelle werdet ihr einen Unterschied wie Tag und Nacht spüren. Deshalb an dieser Stelle mein Tipp Nummer 7, ordentliches Motoröl einfüllen. Tipp Nummer 8 könnt ihr als Ergänzung zu der Umrüstung auf die ordentlichen Spritschläuche verstehen, und zwar das ist das Anbringen von zusätzlichen Entlüftungsbohrungen im Tankdeckel. Ich hatte ja in einem meiner Videos berichtet, dass ich bei einem meiner Bikes ein ganz interessantes Phänomen beobachten konnte, und zwar, dass die Maschine immer seltsamerweise nach einer gewissen Fahrtstrecke und nach einem gewissen Tankfüllstand ausgegangen ist, und das habe ich dann erst dadurch in den Griff bekommen, indem ich dann diese Tankentlüftungsbohrungen, die zusätzlichen, mit eingebracht habe und seitdem da wirklich ohne Probleme fahre. Das ist dann mein Tipp Nummer 8, Entlüftungsbohrungen am Tankdeckel anbringen. Tipp Nummer 9 betrifft dann die Bereifung. Ich würde euch also anraten, an diesen Bikes dann speziell Markenbereifung zu verwenden, zum Beispiel vom Hersteller Heidenau. Damit seid ihr auf alle Fälle besser beraten als mit der glitschigen, serienmäßigen Bereifung. Also Tipp Nummer 9 an dieser Stelle, ohne das großartig weiter auszubreiten, kauft euch gescheite Reifen für euer Bike. Und nicht zu vergessen, macht auch gleich in dem Zuge ordentliche neue Schläuche raus. Am besten beides vom gleichen Hersteller, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und rucki zucki sind wir auch schon beim Tipp Nummer 10, und der bezieht sich auf die Lenkerhalterung, und daher mein Tipp Nummer 10 für euch: Kauft euch einen originalen Honda Lenkerklemmbock und tauscht den standardmäßig verbauten Lenkerklemmbock gegen einen originalen von Honda aus. Hat den Vorteil, der von Honda, der ist sehr viel stabiler verarbeitet, macht einen viel hochwertigeren Eindruck als der chinesische Lenkerklemmbock und hat sich millionenfach bewährt. Daher an dieser Stelle Tipp Nummer 10 für euch: Rüstet einen originalen Honda Lenkerklemmbock nach. Soweit bis hierher 10 Tipps, wie ihr eure Replikamaschine oder China, DAX und Monkey relativ preisgünstig updaten könnt. Und bevor wir zu Tipp Nummer 11 kommt, den ich also wirklich als die Königsdisziplin ansehe, möchte ich euch bitten, sofern ihr das natürlich nicht bereits getan haben solltet, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, weil ihr dann immer auf dem Laufenden gehalten werdet, wie es mit diesem und mit meinen anderen laufenden, spannenden Projekten weitergeht. Vielen Dank dafür, denn wie ihr wisst, freue ich mich über jedes neue Abo. Und jetzt kommen wir noch zu meinem Bonustipp, und zwar ist das Tipp Nummer 11: Besorgt euch einen originalen Honda-Rahmen und macht aus eurer Replika kurzerhand damit ein Original. Wichtig ist es an dieser Stelle, sofern ihr sowas auftreibt, besorgt euch einen DAX- oder Monkey-Rahmen mit originalen Papieren, weil wir haben es ja bereits gelernt mal an einer anderen Stelle von meinem Video, originale Fahrzeugpapiere irgendwie wieder zu erlangen, wenn sie mal verloren gegangen sind, ist meistens ein Mordstrom-Eck, deswegen achtet beim Kauf oder Erwerb von so einem originalen Rahmen darauf, dass ihr dann auch wirklich die originalen Fahrzeugpapiere mit dazu bekommt. Und auf so relativ einfache Art und Weise könnt ihr dann die Teile von eurer Replika dann an den originalen Rahmen dran schrauben und habt dann so mehr oder weniger ein Original euch zusammengebaut. Ich hoffe nun, das Video hat euch soweit gefallen, und noch viel mehr würde es mir zum Beispiel gefallen, wenn ihr jetzt auf der rechten Seite, wo sich da so eine Playlist öffnet, wenn ihr da noch weitere Videos anguckt. Auch auf der linken Seite von diesem Video wird euch jetzt noch ein Video vorgeschlagen oder empfohlen, welches sich bestimmt anzuschauen lohnt. Das soll es denn für diese Ausgabe gewesen sein. Viel mehr fällt mir nämlich an dieser Stelle nicht mehr ein. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer DAXTOBI.